bin auch echt kein Fan von Tesafilm-Hacks sind, man kann damit Sachen kleben. Also so, da waren jetzt schon so ein paar Sachen dabei, wo ich so dachte, that's literally what Tesafilm is for. Ja. Absolut. Hallo und herzlich willkommen hier auf eurem Lieblingskanal Flip Floyd. Flo, Olli und ich wollen gemeinsam ein besseres Leben haben auf einem ganz, ganz neuen Level. Und deswegen haben wir jetzt 42 Hacks, die unser Leben auf ein neues Level bringen. Let's go. Ach, ich glaube, das wird unser Jahr, Alter. Nur durch dieses Video jetzt, ey. Ich koche meine Eier anders. Kann ich an der Stelle ganz kurz betonen, dass ich das echt smart finde? Wirklich? Kann ich ganz kurz an der Stelle mal sagen? Naja, meine Oma bringt uns ja immer Hühner. Das heißt, wir haben solche Hühnerpappen ja tatsächlich einfach immer zu Eier. Ja, ja. Ja. Hier, 12 neue Hühner. Hier, 12 Hühner in einer kleinen Box. Ich meine, solche Eierpappendinger da halt. Ja. Und ich habe das legit noch nie so benutzt. Und ich finde das gerade super smart, Alter. Okay. Aber da passt jetzt. Hier nicht? Da passt jetzt legit halt genau eine Größe von einem Tablet rein. Nämlich dieses. Ja, eine Standardgröße, Olli. Es kann auch kleiner sein. Wahrscheinlich ja. Aber größer kann es nicht sein. Ja, aber das da dürfte ein iPad Pro sein. Ja, 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 es dürfte passen. Das ist kein iPad Pro. Ich find's einfach smart. Ja, das war der erste. Smart. Das war der erste. Das ist nicht über 3 Stunden lang. Ist nicht schlechter. Aha. Die schmeißt man nicht weg. Nee, macht man auf keinen Fall. Benutzt man wieder. Ja. Ja. Hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Kannst so viele tolle Sachen mitmachen. Ah ja, gut, das ist tatsächlich. Ich möchte gerade übrigens nochmal Olli direkt frech unterbrechen und nochmal auf die Genialität von, ich hab's aus dem Chat geklaut, iPad in dem Zusammenhang eingehen. Ja, ist ja gut. Sehr gut, ich hab's verstanden. Nice. Das finde ich gerade smart. Ja, weil sonst Laptop irgendwie im Bett oder so und dann überhitzen die Dinger mal, weil die Decke komplett drauf liegt und so. Ja. Ja. Da brauchst du aber so ein verdammt großes Teil. Wer hat, also diese Eierkartons, ne, die hat halt keiner, glaube ich. Ich glaube, die kriegst du in Einkaufsläden, kriegst du die so separat zu kaufen. Ja, komm, Alter, als ob ich davon 300 Stück hab. Das ist halt Quatsch. Nee, Moment, den lasse ich nicht zählen. Der Ketchup fällt dir um. Fällt dir sowas von um, Alter. Einmal den scheiß Kühlschrank aufgemacht und die fliegt dir auf den Boden und du hast die Sauerei des Jahrhunderts. Die fallen alle um, glaube ich. Ja, ja, auch die Flasche in der Mitte und so definitiv. Das, also wenn die fast leer wären quasi, dass sich ihr Schwerpunkt verlagert, vielleicht. Aber auch dann nicht die Ketchupflasche. Der I call Bullshit. Ich muss jetzt mal fragen, was ist das da unten im Kühlschrank? Ist das extrem viel Kaffeesahne, was sie da im Kühlschrank haben? Ja, es sieht so aus, oder? Es ist Milch. Naja, es ist gelblich, ne? So leicht. Nee, es könnte Milch sein. Ja, in so praktischen 0,5 Liter PETs, Alter. ich glaube schon, das Glas ist. Ja, solche Schubläden haben wir auch zu Hause. Oh, Eierkartons. Ach, komm, ey. Eierkartons. Super gut. What? Klebt er sich dir auf die Ohren? Nee, nachgewiesenermaßen kein Effekt. Ja. Nachgewiesenermaßen kein Effekt. Forgetti. Also ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Nicht so ein Effekt halt wie richtiges Dämmmaterial. Crib? Wenn es nicht ein einziges Mal regnet vielleicht. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja super schnell. Nee. Und was war das jetzt mit der Kohle davor? Das habe ich auch nicht verstanden. Aber du kannst deine Kohle da drin aufbewahren, Paul. Okay, aber vor allem, das war aus so einem Grillsack. Holzkohle, so einzelne. Vielleicht ist das was. Aber ist es nicht clever? Du kannst darin deine Holzkohle Vielleicht, als Grillanzünder. Ach so, als Grillanzünder. Ich dachte gerade, die testen damit, wie aufmerksam ihre Zuschauer sind oder ob sie den ganzen Kram nur so passiv konsumieren und ob einer reinschreibt in den Chat so, was war denn das für eine Nummer? Du, das wie jetzt, also der Grillanzünder, okay, doch, gebe ich ihnen.
Aber ich glaube, das Script-Ding hier jetzt gerade, das passiert, wenn dein Redakteur zu dir kommt und sagt, okay, pass auf, weißt du, hier bei BuzzFeed oder so, wir brauchen jetzt 20 Hacks mit Eierkartons. Und du denkst dir so, nach 8 Stück denkst du dir so, okay, ich habe das Internet leer gesucht, jetzt muss ich mir noch 12 aus den Fingern saugen. Und dann kommst du halt zu sowas. Mhm. Naja. Aber auch mit dem Grillerzünder. Der Kanal ist wohl bekannt dafür, aber auch einige wirkliche Bullshit-Hacks zu haben. Echt? Ich habe extra nicht sowas wie Troom Troom oder so jetzt rausgesucht. Es ist 5-Minute-Crafts. Ja. Ich dachte, die wären noch halb legit. Ja, halb legit trifft's, glaube ich. After several months. Okay. Was aber glauben die, wie oft Gießen so ein Ding überlebt? What the? Mach mal nicht. Hä, und jetzt? Digga, dafür gibt's Photoshop. Da musst du dir keinen Lippenstift auf die Linse schmieren. Das ist ja an sich. Mach doch kein Fett auf die Linse. Digga. Ah. Das kannst du mit deinem Kit-Objektiv machen, aber. Oh. Gut, Olli. Oh. Das als Hack ist schon. Lochkamera, yeah. Er gibt eine viel coolere Nummer noch. Ja, soll ich euch einen geilen Trick verraten? Ich gebe euch jetzt einen geilen Kameratrick, Freunde. Angelsehne vor die Linse spannen und du hast einen richtig geilen Lens-Flare-Effekt. Einfach nur eine Angelsehne über die Linse gespannt. Kannst du mit einem Gummi an den Seiten festmachen, kriegst du richtig geile Lens-Flares rein. Zum Beispiel, ja, ist mega. Oder noch ein kleiner Hack, eure Handykamera. Wenn ihr, ne, ihr nehmt eure Handykamera, funktioniert mit ziemlich jeder, und ihr habt irgendwo zum Beispiel Regen und dann seid ihr in einer Situation, wo ihr verschiedene Lichter habt, sei das in einer Straße mit Reklamen oder sonst was. Also ihr habt quasi die Möglichkeit, dass ihr richtig krasse Lichtkontraste habt, ja, nachts zum Beispiel. Und ihr habt so irgendwelche Neonreklamen und so. Könnt ihr schön. Wenn ihr, nehmt ihr einfach euren Finger, geht hier über die Linse drüber und habt komplett zielgerichtete so Rays, also so diese Lichtstrahlen, diese Lensflares. Und das Geile ist, ihr könnt mit jedem Mal, wie ihr mit eurem Finger hier einfach drüber geht, könnt ihr diese Richtung der Flares tatsächlich komplett selber bestimmen. Das stimmt. Im Übrigen ist das immer so, wenn ich Handys von Freunden in die Hand gedrückt bekomme und die wollen, dass ich Fotos mache und ich mir denke, so, warum sehen die Fotos bei denen alle so scheiße aus? Meistens einmal die Linse von Fett befreien und die Fotos sehen dreimal geiler aus. Macht das gerne mal. Ist auch ein schöner Lifehack. Ja, sollte man nach dem, was ich euch gerade gesagt habe, nämlich auch tun. Okay. Langzeitbelichtung. Yeah. Ja, aber ist doch nice. Also, aber es ist kein Lifehack, ist halt eine Fototechnik. Ja, aber ihnen geht's ja darum, coole Fotoeffekte ohne Photoshop. Ja. Oh, okay, jetzt wird's lustig. Ja? Hä? Was? Wow. Das war ja krasser Quatsch. Das war ja krasser Quatsch gerade. Mit dem Coin. Ja, das kennen wir ja auch. Das kennen wir ja mit dem Euro. Ui, knapp. Nicht höher, bitte, nicht höher. Was? Ah ja, stimmt. Ich hab grad gedacht, was passiert jetzt? Was? Nee. Naja, wenn du zum Beispiel jetzt auf dem Fahrrad dich setzt und so. So, jetzt kann dir keiner mehr drunter schauen bei irgendwas. Ah! Ja, aber das genau, schränkt Fahrrad. Doch bestimmt des Todes ein, oder? Ja, er muss es halt so machen, dass es passt, aber das kenne ich tatsächlich auch. Also es gibt Menschen, die ernsthaft? Das legit machen. Der Lifehack schlechthin. Wie kannst du bei anderen, die eine Toilette abgesperrt haben, auf Toilette gehen? So! Jetzt hier. Für zukünftige Geldfälscher. Das kennt man auch, seit man ein Kind ist, oder? What?
Ist das ein, Alter, ist das ein Schwachsinn jetzt gerade. Das ist kannst aber tatsächlich, doch, also am Set erkennst du einen Kameramann immer daran, dass er eine Münze in der Hosentasche hat. Ist tatsächlich so, weil ich kenne keinen, der die Dinger mit einem Schraubenzieher aufmacht. Das macht jeder mit einer Münze. Nee, das nicht, aber vielleicht mit so einem kleinen, kennst du nicht diese kleinen Fingertools oder aber auch, also auch ein sehr praktisches Gerät für Kameramänner tatsächlich, ein sogenanntes T-Tool vom Skaten. Ja, klar. Ja. Aber so, das ist tatsächlich gerade ein ganz gewohntes Bild mit einer Münze, finde ich. Ja, klar. Aber es ist an sich schon Quatsch. Ja, das hast mit der Toilette auch. Ja. Ja. Oh yeah. Okay, das ist tatsächlich mal was, worüber ich noch nicht nachgedacht habe. Das hat mir mein Vater halt. Das ist für mich so ein Dad. So ein Dad-Hack, in Anführungsstrichen. Das ist aber. Das war nicht das gleiche bitte, Ding, das ne? Das war nicht das gleiche Ding. Hab ich auch gesehen. Das war ein ganz normaler, frischer Reis, Schnürsenkel. Ja, hab ich gesehen. Da bin ich von überzeugt. Und jetzt Tesafilm. What? Nein. Was? Nein, mach auch das so nicht. Auch so ein Ding, was. Ist auch so ein Ding, was man beigebracht kriegt. Boah, die Arbeit, das wieder auseinander zu poolen. Ey, Alter. Was ist das? Dafür gibt's Schraubenkisten. Das sah ja gerade aus, als wenn sie das Ding einvakuumiert hätte, Alter. Das sah richtig bitter. Ja, wirklich, Alter, was war das? Schraubenkisten. Digga. Olli, wieso sagtest du bei dem Bohrer und der Markierung daran nicht machen? Ja, weil wenn du ein Stück zu weit bohrst, sich die Scheiße sofort um deinen Bohrer legt, bei Hitze dann auch so festspielst, die kriegst du kaum wieder ab, die Kacke. Kannst du dir den Bohrer schön mit versauen. Ist nicht so geil. Stinkt dann auch. Ist ja Plastik. Ja, das halte ich für Quatsch, dass das bisschen Gaffer, beziehungsweise auch am besten Krepp, am besten macht man es mit Krepp, dass das deinen Bohrer versaut. Also das wage ich jetzt wirklich einfach zu bezweifeln. Ist mir schon passiert. Okay. Nun. Ihr habt hier übrigens in diesem Video gerade hier den größten Fan von doppelseitigem Klebeband, den es gibt auf der Welt. Das heißt aber, ich habe auch meine Erfahrung mit doppelseitigem Klebeband gemacht. Und glaubt mir eins, das Zeug wird, wenn man das lange, lange Zeit da dran hat, fest wie Hulle. Ja, das wird das kriegst du spurenlos nie wieder da ab. Das schwöre ich. Eieieiei. Splitter. Weil, ja, come on. Du hast in die falsche Richtung gezogen. Moment. Hä? Was? Never, Alter. Hä? Okay, aber das mit dem Splitter, das war doch krasser Bullshit, Alter. Das war auch gefaked. Sie hat ja auch, guck mal, der Splitter steckt ja, von oben drin und sie hat so weggezogen. Natürlich war das gefaked. Ja, sie hätte sich den schönen weggerissen, so nach dem Motto. Sie hätte sich den A weggerissen oder weiter rein, ja. Das war ja von vorne bis hinten nur dumm. Ja. Bei dem Splitter, das war ja. Hä? Ich bin auch echt kein Fan von Tesafilm-Hacks sind, man kann damit Sachen kleben. Also so, da waren jetzt schon so ein paar Sachen dabei, wo ich so dachte. That's literally what Tesafilm is for. Ja. Absolut. Ich bin mir sicher, das kommt am Anfang vom Video, Alter. Kleiner Tipp. Was auch gut funktioniert, ist ein Eiswürfel über Nacht drauflegen. Moment, ich gehört. Das wusste ich nicht. Das geht? Ich auch nicht. Bei härterem Teppich, habe ich gehört, soll helfen, sogar einen Eiswürfel draufzulegen über Nacht. Ich wusste nicht, dass das geht, was die gerade gezeigt haben. Das finde ich aber richtig cool, das wenn das wirklich funktioniert. Ja. Ja. Auch dafür ist diese Folie gemacht.
Auch dafür ist diese Folie gemacht. Toastet sie das? Bitte sag ja, mir, sie toastet das. Ja, sie toastet das. So perfekt glaube ich nicht. Ah, jetzt das Bügeleisen. Kriegt man mit dem Bügeleisen alle Löcher überall raus? Digga, wenn dein Leben kaputt ist, mach ein Bügeleisen drauf, gleich wieder gut. Ernst, Alter. Moment. Nee, ist alles safe. Ja, sieht aber scheiße aus. Ihr Blick dabei, Alter, als ob sie der schlauste Mensch auf dem Planeten ist. Hast du das gesehen? Der schlauste Mensch auf dem Planeten. Guck mich an, Alter. Alle 42 Hacks sind von ihr, Alter. Hab ich eine Haarklammer an mein Hemd gemacht, hast du nicht mitgerechnet, ne? Schon smart, ne? Ich bin auch schon ein bisschen geil, ne? Oh yeah. Aha, ja. Und Lola, Haarklammer, Alter. Digga, es gibt kabellose Kopfhörer. Das sind alles professionelle Diebe und Einbrecher. Ja, ja. Nee, ja. Bullshit. Digga, dafür gibst du fucking Krawattennadel, du Hohlbirne. Ja. Oh. Oder es gibt sogar Schlaufen in den Krawatten. Ketchup! I call Ketchup! Nein, doch nicht. Nein! Es geht übrigens ist alles natürlich die Haarnadel. Dafür gibt's. Ach, vergiss es. Mach ein Bügeleisen ins Buch, dann weißt du auch, wo du warst. Ja, stimmt. Was ist das denn jetzt? Was war das? Es ist aber nicht so dumm davon. Gibt's für Ikea, von Ikea oder so, gibt's da zum Beispiel extra so eine kleine Haltezange, womit du besonders zum Beispiel dünne, kurze Nägel einfach halten kannst und dir nicht zwangsweise auf den Daumen hämmerst. Dann würde ich euch aber empfehlen, also wenn die halt sehr klein sind. Ich verstehe das, wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, dann holt euch im Baumarkt einen sogenannten, ich glaube, die heißen Nagler tatsächlich, so ein längliches Ding, hinten einen großen Metallstift und dann kannst du vorne die Schraube reinsetzen, es magnetisch ansetzen und dann kannst du hinten ordentlich auf das Ding raufkloppen. Die sind super. Ich glaube, die heißen Nagler, ich bin mir nicht sicher, oder Nagelhilfe oder so. Entschuldigung, aber wenn die so heißen, fände ich das voll geil. Was hättest du gerne? Ich hätte gerne einen Nagler. Ja, oder du nimmst das Ding, was kostenlos bei Ikea mit in der Tüte mit den kleinen Nägeln war. Oder du nimmst eine Telefonzange, das geht natürlich auch. Das kannst du auch machen, ja. Gut. Geht's komplizierter, Alter? Ain't nobody got time for that, ey. Mir fehlen die Worte. Mich hat nur fertig gemacht, wie schief sie das gerade geschnitten hat. Das ist Magnetfolie, ne? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es für Haarklammern. Aber ich dachte, das geht um Lifehacks mit Haarklammern, nicht für Haarklammern. Das ist das nächste Kapitel, Paul. Das ist das nächste Kapitel. Was ist Mod Podge? Ich weiß es nicht. Ja, im Prinzip ist es nur sowas wie, also hier steht jetzt gerade Serviettenkleister, Bastelkleber, sowas halt. Wäre das Pendant dazu, was man hier halt kennt sprachlich. Ponal. Ich finde bloß gerade die ganzen Wörter, sorry, ich muss nochmal unterbrechen, die Wörter im Chat so krass. Also was zum Fick ist Serviettenkleister? Ich höre das zum ersten Mal gerade in meinem Leben. Ich weiß auch nicht, Alter. Ponal kennt man, weißer Leim und so weiter kennt man, aber Weißkleber zum Beispiel. Ich habe hier bei mir zum Beispiel eine Flasche stehen. Genau. Es ist einfach der Bastelkleber von Nils von Art Attack, Alter. Hier, Bastelleim, PVA-Lim. Soll ich direkt probieren? Habe ich hier. Alles, was ich hier habe, ist Uhu Kraft. Oh, warte, da habe ich auch was. Wie wär's mit Uhu Sprühkleber? Kannst du dir direkt auch so als Mundspray oder so? Nee, mach mal nicht. Ich habe aber Vielzweck. Oh, guck mal, was Kleber. Ich noch hab. Halt, stopp. Vielzweck. Wie wär's mit winzigen Ballettschuhen? Winzige Ballettschuhe ist stark. Warte, ich muss jetzt erstmal mitfallen. Alter, winzige Ballettschuhe, das ist Paul.
Paul hat gewonnen. Paul, ist stark. Paul hat gewonnen. Ich bin raus aus der Competition. Ich hänge meine Karriere an Nagel jetzt. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal wieder rein hier, wa? In die Nummer. Mal gucken, was man alles so mit Weißkleber oder Serviettenkleister machen kann. Was ist Serviettenkleister, Alter? Man kann's abwaschen. Das verstehe ich nicht. Hä? Und jetzt? Ach, warte. Es vergilbt, oder was? Hä? Nochmal rüber? Let dry? Das auf so alt machen, oder was? Hä? Das habe ich nicht gerafft. Ja gut, das habe ich bis heute nicht verstanden. Ach, sie hat das Foto auf eine Holzplatte damit übertragen. Ach so, ja. Gut, das kenne ich. Das kannte ich nicht. Finde ich einen interessanten Basteltipp. Popfilter? Ich hab mal eine ganz persönliche Frage an euch. Ja? Wer sich Puzzle einrahmt und aufhängt. Was sind das so für Menschen? Ich würde sagen, Menschen, die auch so Engelspüppchen auf der Couch sitzen haben. Das kommt ganz darauf an, wenn das so ein 12-Teile-Puzzle ist, wie das da. Ja? Ich glaube, Paul, warte ganz kurz, erklär gleich. Ich glaube, das sind auch so Menschen, die haben einen Küchenkalender von Ohne dich ist alles doof. Ja, doch. Mhm. Mhm. Ja, ich kenne auch Leute und ich kenne auch Leute in meiner Verwandtschaft zum Beispiel, die das machen. Aber dann sind das immer so 25.000 Teile Puzzle oder so, wo du halt wirklich sagst, irgendwann, wenn du fertig bist damit, nach so 3-4 Jahren oder so, dann wird das schön aufgehangen. Okay, krass. Aber das da, was du so in 3 Minuten fertigstellst, und da schon wieder, der Lifehack ist, wir benutzen Kleber als Kleber. Krass. Mind blown. Das wird ein Popfilter, oder? Oder ein Sieb? Das sagt ihr, Sieb oder Popfilter? Popschutz oder Sieb, ja. Ah, nee. Kunst. Ja. Ah, natürlich wieder Mod Podge. Zum Ausmalen. Und jetzt? Sag mir nicht, sie hat Siebdrucksieb erfunden. Doch, lol. Im Ernst jetzt? Das soll gehen? Ja. Naja, überall, wo kein Kleber ist, bleibt's haften. Wow, das ist aber jetzt. Dann mal es doch einfach drauf, weil das sah scheiße aus, Alter. Ja, Alter. Okay. Sehr gut, das ist nichts Neues. Da will sich kein Mensch drauflegen. Nee, nee. Da hängst du aber mit der Hüfte dermaßen auf dem Boden, du. Aber Föhn ist auch so krass. Geh doch einfach mit dem Finger unter die Stelle, wo es nicht klebt. Und zieh ab. Wie wär's damit? Gib dem doch auch mal eine Chance. Nee. Ich föhne jetzt nur noch meine Pflaster. Also das ist jetzt zum Beispiel totaler Quatsch, weil der Föhn ist in dem Fall dafür da, A, nach dem Kind zu werfen und es dann B, mit der Kordel zu fesseln. Ganz klar. Ah, Falten raus, ja gut, alles klar. Geh heiß duschen und häng's ins Bad. Geht auch. Sag ich dazu nur. Oh nein. Alter, das ist jedes Mal derselbe Tipp. Hör auf, mir das als 42 Tipps zu verkaufen. Du hast jetzt gerade schon 5 oder 6 verschwendet. Das Video besagt, sind 5 Tipps, die wir recycelt haben. Hast du gesehen, warte ganz kurz, wir basten das jetzt hier. Hast du gesehen, wie sich die obere Ecke davon ablöst, ja? Hast du das gesehen? Ja. Das Ding klebte da seit 10 Sekunden. Ja, maximal. Deswegen auch der Schnitt. Und du siehst an den ganzen Fingerabdrücken da übrigens, wie oft sie versucht haben, dass es so gut aussieht. Weißt du, warum die so weiß sind? Weil sie vorher mit Mod Podge gebastelt haben. Ja, genau.
Wow. Wachs schmilzt, wenn es warm wird? Also ganz ehrlich. Oh no, jetzt aber der Föhn. Wirklich sagen, da will ich jetzt wissen, was abgeht. Ja, ich auch. Aber bei dem Wachs bin ich richtig, richtig enttäuscht, dass sie nicht Löschpapier und fucking Bügeleisen benutzt haben. Ja, stimmt. Bin ich einfach persönlich enttäuscht. Paul, da kommt jetzt nicht der Föhn, da kommt jetzt wieder die Haarklammer. Haben sie falsch geschnitten? Nee, da kommt der Föhn. Was? Yes! Ah, yes! Aber wir waren noch. Oh, hab ich noch nie. Ich hab es noch nie anders benutzt. Noch nie mit dem Originalteil benutzt. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, dafür sind Büroklammern da. Der hing nicht richtig. Na, guck mal, ganz das ist ein süßer Trick. Das ist ein süßer Trick. Finde ich gut. Der war legit. Wow, ich habe ein Loch reingemacht in vertrockneten Kleber. Ja, schräg machen. Nee, was? Nee, schräg hättest du es reingekriegt. Nee, wird krass. Ach, ja. Dass man mit Alufolie Geschenke einpacken kann. Finde ich furchtbar übrigens. Das hat auch zu Weihnachten den Appeal von, hey. Ich hab dir. Hey, finde ich nicht schön. Tut mir leid. Mein Gott, habe ich auch schon mal gemacht. Geht jetzt die Welt von nicht unter, würde ich sagen. Roundback. Das, warum ist da keine Flasche Schnaps drin? Wo sind wir gerade? Welche Kategorie? Geschenke einpacken? Ich hab's nicht Geschenke einpacken, Geschenke einpacken. Pining. Das ist doch schon eingepackt. Wenn sie jetzt nochmal kommen mit nehmt eine alte Zeitung. It's beautiful. Ah, der gute alte Sockentrick. Ja, und damit du Münzen und so nicht einsaugst. Ja. Ja, das ist halt clever. Also, wenn man den nicht kannte, ist das ein guter, cleverer Trick. Das muss man wirklich einfach dazu sagen. Dafür gibt's Aufsätze, Mann. Den musst du dir nicht aus der Klo oder was. Aber wenn du den nicht hast, dann kaufst du dir nach. Kaufst du? Was? Akkumieren, Alter. Dafür gibt's extra Beutel. Kaufst du. Reis? Was? Nein, nicht Föhn. Ah, okay. Was? Moment. Was? Ich hoffe, das ist ein Nasssauger. Macht das nicht mit eurem normalen Staubsauger, bitte, Leute. Jetzt sind wir bei T. Warum werden die Kategorien eigentlich nicht mehr richtig eingeblendet? Oder habe ich mir das eingebildet? Wurden die noch nie eingeblendet? T als... Das soll gehen? Das kenne ich tatsächlich mit T, aber das hilft nicht so effektiv. Wenn du dich wieder einsam fühlst. Jetzt Knoblauch. Und Tee. Get rid of. Spart euch den Teebeutel und reibt die Finger einfach an dem Edelstahlhahn. Das funktioniert besser. Ja, dafür gibt's ja auch Edelstahlseifen, braucht ihr auch nicht. Wenn euer Hahn aus Edelstahl ist, Finger nass machen, dran reiben, riecht nicht mehr. Fertig. Also jetzt zum Ende hin. Puh. War ich nicht mehr zufrieden. Ja, es war auch keine Bananenschale, um Schuhe sauber zu machen dabei. Ist ein bisschen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, bei vielen dieser Dinge hatte ich das Gefühl, wenn du das nicht kennst, das macht dein Leben nicht besser. Wenn du es nicht kennst, bist du einfach nicht lebensfähig aktuell. Ich meine, was wir da gelernt haben, waren grundsätzliche Dinge wie Kleber klebt. Ja, das meine ich. Föhn macht warm. Sauger saugt. Wasser wässert. Und Tee riecht. Tee riecht. Ja, nice. Ja, wieder mehr Tipps und professionelle Analysen. Vergesst nicht, Glocke abonnieren, Kanal aktivieren. Bis dahin, bleibt gesund und fruchtbar. Hui, was? Glocke abonnieren aktiviert die Abwehrkräfte.